Hallo und herzlich willkommen bei Geokonzept. Mein Name ist Markus Lemmermann und ich freue mich, Sie zur zweiten Veranstaltung im Rahmen unserer Webinarreihe 2023 begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Thema Smart Spraying, gezielte Unkrautbekämpfung und wie uns technische Lösungsansätze und Lösungen dabei helfen können, mit den modernen Anforderungen im Pflanzenschutz umzugehen und diesen zu begegnen. An meiner Seite heute meine Kollegin Katrin Umstetter. Katrin ist bei uns Spezialistin im Bereich der Fernerkundung, was heute einen wesentlichen Teil einnehmen wird. Katrin, schön, dass du da bist. Dankeschön, freut mich. Ja, bevor wir ins eigentliche Thema reingehen, wieder ein paar organisatorische Dinge vorweg. Sie sind heute als reine Zuschauer und Zuhörer mit dabei, das heißt, Sie haben keine Kamerafunktion und keine Mikrofunktion. Sollten während der Veranstaltung Fragen auftreten, die Sie uns gerne stellen würden zur Technik, die wir vorstellen, können Sie hierfür die Chatfunktion nutzen und diese Fragen an unsere Kollegen im Studio hier stellen. Sie finden die Chatfunktion am unteren Bildschirmrand ungefähr in der Mitte. Wir versuchen dann am Ende der Veranstaltung natürlich auf Ihre Fragen möglichst umfangreich einzugehen. Sollten wir es aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten oder vielleicht auch mal die absolut richtige Antwort auf eine Frage nicht wissen, stehen wir natürlich auch im Nachhinein jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Des Weiteren noch ein organisatorischer Punkt. Wir werden die Veranstaltung wieder parallel live auf YouTube in HD streamen. Sie sehen jetzt hier gleich einen QR-Code eingeblendet und im Chatfenster einen Link, der Sie zu diesem parallelen Stream hinführt. Sollte es also zu Qualitätseinbußen bei der Bildqualität hier mal kommen auf dieser Plattform, können Sie jederzeit parallel auf YouTube die Veranstaltung verfolgen. Allerdings, nochmal wichtig zu betonen, Fragen können Sie nur hier auf dieser Plattform stellen. Ja, dann eigentlich auch schon rein ins Thema und kurz noch ein paar Worte dazu. Wer ist Geokonzept? Wer sind wir? Was machen wir? Geokonzept wurde 1992 am heutigen Hauptsitz im oberbayerischen Adelschlag gegründet und wir bewegen uns mittlerweile in zwei großen Tätigkeitsfeldern. Eines davon ist der Bergbau und die Fernerkundung, wobei es da im Bergbau hauptsächlich um die Sprengplanung und Bruchwand- und Bohrlochvermessung in Steinbrüchen, also bei der Schottergewinnung geht. Und im Bereich der Fernerkundung das Hauptthema, die Drohnen sind in Kombination mit Multispektral- und Hyperspektralkameras. Welche Daten können wir damit erfassen? Wie können wir die nutzbar machen? In vielen Bereichen, unter anderem auch immer mehr im Bereich der Landwirtschaft, wenn es um die Bonitur von Pflanzen zum Beispiel geht. Zweiter großer Bereich, in dem wir tätig sind, ist die Landwirtschaft bzw. Landtechnik, wo wir uns seit mehr als 20 Jahren mittlerweile mit der Nachrüstung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten beschäftigen. Zum einen GNSS-basierte Spurführung für Schlepper und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, aber auch die Aufrüstung und Nachrüstung von bestehenden Anbaugeräten im Betrieb, zum Beispiel eine Aufrüstung auf Isobus-Funktionalitäten, eine Nachrüstung der Spritze mit automatischer Teilbreitenschaltung oder eben aus der Spritze eine smarte Spritze zu machen, wie wir heute noch sehen werden. Weiteres großes Thema im Bereich der Landwirtschaft ist die Autonomie und autonome Fahrzeuge auf den Feldern, was jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt und natürlich das Thema Daten und Datenerhebung auf dem Betrieb, also wie können wir objektivierte Daten am Betrieb erfassen und somit den Betrieb und den Betriebsleiter für Entscheidungen zur Verfügung stellen. Ja, diesmal ein paar Worte zu dem, was wir tun, jetzt auch schon rein ins Thema von heute, Smart Spraying, Pflanzenschutz. Was sind eigentlich so die Herausforderungen im Pflanzenschutz, mit denen wir heutzutage zu tun haben? Da ist zum einen der integrierte Pflanzenschutz oder integrierter Pflanzenbau, welcher die Kombination von chemischen, mechanisch-physikalischen und biologischen Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz der Pflanze beschreibt. Ziel davon ist es, diese Leitlinien, die ja wahrscheinlich jeder, der praktische Anwender ist, kennt, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf ein nötiges Mindestmaß zu reduzieren. Und hier gilt der Leitsatz, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ziel ist also, wie können wir chemische Pflanzenschutzmittel so weit wie es geht reduzieren, um trotzdem noch den bestmöglichen Schutz der Pflanze zu erreichen. Zweite Herausforderung, die Auflagen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln werden eher mehr statt weniger und eher komplexer statt einfacher. Ich glaube, da erzähle ich auch keinem was Neues, der damit in der Praxis zu tun hat. Das Thema Resistenzmanagement ist seit vielen Jahren einfach ein wichtiges Thema und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie können wir mit guter fachlicher Praxis Resistenzen einfach vorbeugen und bestmöglich vermeiden.
Weiterer Punkt, Neuzulassung und Verlängerung von Mitteln und Wirkstoffen. Alte Mittel und alte Wirkstoffe werden oft nicht verlängert in ihrer Zulassung und die Aussicht auf Zulassung von neuen Wirkstoffen und Mitteln ist eher mau mittlerweile. Das heißt, die Herausforderungen werden auch hier dann auch in Bezug auf das Resistenzmanagement wieder größer. Eine Pflanzenschutzmaßnahme, sei es mechanisch oder auch chemisch, hat immer einen Einfluss auf die Kulturpflanze. Bezogen auf chemische Maßnahmen haben wir natürlich mittlerweile ein Großteil an selektiver Mittel, die jetzt die Kulturpflanze schonen sollen, aber trotzdem immer noch eine kleine Auswirkung auf die Kulturpflanze, zum Beispiel auf die Getreidepflanze, haben. Das heißt, wir zwicken eigentlich so bei jeder Maßnahme die Kulturpflanze ein bisschen und geben ihr ein bisschen ein mit, was sich auch immer ein bisschen auf den Ertrag auswirkt. Und das Thema Kosten der Maßnahmen ist natürlich auch immer Thema: Kosten der Mittel, Kosten der anderen Ressourcen, die wir dafür brauchen, Treibstoff, Arbeitskraft, Maschinen, die werden auch tendenziell immer höher statt niedriger. Ja, was bedeutet Precision Farming für uns? Wir haben das mal versucht, ein bisschen zu definieren. Das hört sich jetzt vielleicht etwas klobig an, dieser Satz, etwas kompliziert, aber wir wollen es gleich mit einem Praxisbeispiel untermauern. Precision Farming beschreibt für uns die Systematik verschiedener Zielgrößen in einem Pflanzenbestand oder im Boden mit unterschiedlicher Methodik, zum Beispiel Sensoren, objektiv zu erfassen und nutzbar zu machen für unseren Betrieb. Dabei unterscheiden sich diese Methoden in ihrer Anwendung darin, ob sie offline oder online stattfinden. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Als Beispiel, unsere Zielgröße, um die es heute geht, die wir beschreiben wollen, ist die Unkrautbedeckung oder der Unkrautdruck. Das heißt, wo sind wie viele Unkräuter im Feld und ist es schon bekämpfungswürdig, sage ich mal. Wie groß ist der Bedeckungsgrad mit Unkräutern? Die Methode, wie wir da hinkommen, wie wir diese Zielgröße erfassen können, wären jetzt im heutigen Beispiel Kameras mit nachgelagerter Software und Intelligenz. Und dann gibt es eben den Unterschied in den Methoden, ob sie offline oder online stattfinden. Kurz zur Erklärung, was meinen wir mit offline und online? Das hat jetzt primär mal nichts mit dem Internet zu tun, sondern mit der Offline-Anwendung beschreiben wir einfach eine Methode, die bedeutet, dass Datenerhebung und Applikation in zwei getrennten Arbeitsschritten stattfinden. Das wiederum bedeutet, dass wir diese Daten, die wir erhoben haben, mittels Drohne zum Beispiel, wie wir gleich sehen werden, vorbereiten, verarbeiten müssen und können. Das kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein. Das kommt immer auf die Anwendung drauf an. Und dann die Anwendung planen müssen, die Applikation. Bietet den Vorteil, dass einfach alle Variablen zum Zeitpunkt der Anwendung und Applikation bekannt sind. Also wie viel Fläche habe ich zu bearbeiten, wie viel Mittel muss ich mitnehmen, wie lange brauche ich dafür, ist alles im Vorfeld bekannt, weil wir die Daten vorher gesichtet und vorbereitet haben. Demgegenüber steht der Online-Ansatz. Dabei geht es darum, dass die Sensorik maschinengetragen ist und somit die Datenerfassung und die Applikation eigentlich im selben Arbeitsschritt erfolgen. Das heißt, wir fahren drüber und die Datenerhebung, Verarbeitung und Steuerung der Maschine findet alles live online auf dem Feld statt, ohne dass wir mit einer vorherigen Datenaufbereitung, Verarbeitung Einfluss nehmen können oder sollen. Das heißt, es ist eine Datenaufbereitung nicht notwendig und nicht möglich. Hat den kleinen Nachteil, dass die Variablen nicht bekannt sind. Es ist eine Art Blackbox-Verfahren. Ist aber natürlich in der Durchführung wesentlich einfacher. Ja, soweit zum allgemeinen Teil. Jetzt wollen wir eigentlich Ihnen mal in den nächsten 20 Minuten circa jeweils einen Offline- und einen Online-Ansatz vorstellen. Wir starten mit dem Offline-Ansatz und dazu übergebe ich jetzt mal das Wort an die Katrin und die zeigt uns, was da mittlerweile möglich ist. Genau, danke schön, Markus. Genau, liebe Zuschauer, wir haben hier bei uns im Haus, bei GeoConcept, einen Offline-Ansatz entwickelt und den möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Und zwar geht es da eben schon um die teilflächenspezifische Unkrautbehandlung. Wir hatten es ja gerade eben auch schon gehört. Wir arbeiten da mit Drohnendaten. Es geht uns da auch wirklich darum, dass es handelsübliche Drohnen sind, dass es jetzt nichts sehr, ich sag mal, hochspezialisiertes ist, sondern dass es wirklich so die Drohnen sind, mit denen wir jetzt so im Normalfall auch schon Kontakt haben. Ob das jetzt der Sohn ist oder ob das jetzt der Nachbar ist, der auch schon eine Drohne hat. Die verwenden wir, diese Daten, um Unkräuter zu lokalisieren. Und dann natürlich auch den Unkrautbedeckungsgrad festzustellen auf dem Acker, auf dem Schlag und das Ganze dann in eine Applikationskarte zu packen, die wir teilautomatisiert erstellen und dann entsprechend gezielt behandeln können.
Dabei ist es jetzt erstmal egal in diesem Schritt, ob jetzt chemisch oder mechanisch. Hauptsache, wir haben eine Applikationskarte, eine Karte, wo wir die entsprechenden Unkrautnester detektiert haben und entsprechend dann auch draußen lokalisieren können. Ich möchte Ihnen das jetzt gerne nochmal in den einzelnen Schritten ein bisschen genauer zeigen oder benennen. Und zwar ist es so, dass wir die Drohnendaten verwenden. Das heißt, die Drohne fliegt über den Schlag, nimmt einzelne Bilder auf von den Teilbereichen des Schlages oder des Ackers. Und da, wie gesagt, ich habe jetzt hier auch zwei Bilder mitgebracht. Einmal von einem Flächenflieger, also einer größeren Drohne, die größere Flächen befliegen kann in einem Flug, und einer kleineren. Also wie gesagt, wir sind hier sehr variabel, was jetzt die Eingangsdaten angeht. Wichtig ist nur, dass diese Daten also von einer, ich sag mal, normalen Fotokamera kommen, das heißt im normalen, für den Menschen sichtbaren Licht aufgenommen werden, also die normale Kamera, und dass diese einzelnen Kameraaufnahmepunkte eine Position haben. Das heißt, wir brauchen irgendwie GPS-Daten da drin. So. Diese Daten werden dann nochmal prozessiert, verarbeitet, dass die einzelnen Bilder zu einem großen Luftbild zusammengesetzt werden. Das ist dieser Schritt Prozessierung und Fotogrammetrie. Also ich brauche ein Gesamtbild von meinem Schlag. Das geht dann ein in unsere Software, in unsere Unkrauterkennungssoftware. Da werden teilautomatisiert jetzt dann die Unkrautnester erkannt und als Polygone, als einzelne Flächen rausgeschrieben und können dann eben auch direkt auf die Maschine übertragen werden und entsprechend appliziert. So, das sind diese einzelnen Teilschritte, die das, ich sag mal, dieser Workflow umfasst, diese Vorgehensweise. Das sieht jetzt zuerst mal so ein bisschen viel aus und deswegen möchte ich da jetzt noch mal kurz reingehen. Letztendlich brauchen wir ein Luftbild. So, das muss oder sollte möglichst aktuell sein, das sollte möglichst hoch aufgelöst sein, sodass die einzelnen Pflanzen erkannt werden können, damit wir auch wirklich die Unkräuter gut erfassen können auf dem Feld. Und es muss irgendwie lokalisiert sein, also es muss praktisch eine Position haben. Dabei ist es egal, woher jetzt erstmal dieses Luftbild kommt. Also es sollten Drohnendaten sein, es kann aber sein, dass es ein Dienstleister macht und mir praktisch dieses Luftbild zur Verfügung stellt. Es kann aber auch sein, dass ich rausgehe und diese Befliegung durchführe und entsprechend dann das Luftbild generiere. Oder wie gesagt, ich frage den Sohn meines Nachbarn, weil der sowieso jetzt gerade irgendwie zu Weihnachten seine Drohne bekommen hat, ob der über meinen Schlag drüber fliegt. So, dieses Luftbild geht dann ein in unsere Software. Dort zeige ich Ihnen jetzt gleich auch noch, wie wir praktisch vom Luftbild zu der Applikationskarte kommen. Und dann geht es eigentlich auch schon raus aufs Feld. Mhm. Alles klar. Danke, Katrin. Jetzt haben wir mal den theoretischen Ablauf gesehen. Die Katrin hat es erwähnt, das mag jetzt für einen sehr kompliziert wirken, diese Prozesse, die wir da abbilden. Aber wir wollen jetzt einfach mal in unserer Software zeigen, wie wir von dem georeferenzierten Luftbild zu einer Applikationskarte kommen, wie schnell es eigentlich gehen kann und wie wir es dann für die Maschine ausgeben können. Genau, danke. Sie sehen jetzt schon das Fenster bzw. das Bild unserer Software. Wir brauchen als erstes einen Schlagumriss. Also wir müssen irgendwie wissen, wo ist unser Feld, das wir jetzt betrachten wollen, und wie sind da die Umrisse. Dazu lade ich diese Feldgrenze in das Programm ein. Das könnte ich jetzt auch digitalisieren. Also wenn ich keine Schlaggrenze habe, dann könnte ich das Ganze auch selber digitalisieren. Ich habe glücklicherweise eine. Insofern kann ich die auch direkt laden. Und dazu werde ich auch gefragt, wie ist denn die Feldstruktur? Wer ist denn hier der Kunde, Betrieb, Name des Feldes, damit das Ganze auch entsprechend gut strukturiert sein kann und hinterlegt sein kann. Und wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt praktisch einmal das sogenannte ARD-Feld eingeladen. Wenn ich die Hintergrundkarte aktiviere, dann bräuchte ich dazu Internet. Ist jetzt hier in dem Fall aber auch egal. Wir gehen einfach einen Schritt weiter und laden unsere Befliegungsdaten ein. Hintergrundkarte ist immer nett, um nochmal zu gucken, bin ich denn auch richtig verortet. Aber letztendlich ist das Entscheidende, dass ich mein Luftbild lade. So, und da verwenden wir jetzt mal unser ARD-Feld mit einem Distelbefall. Und Sie sehen jetzt hier schon, das Luftbild ist eingeladen. Man sieht, oder ich hoffe, dass Sie es gut sehen können, die einzelnen grünen Flecken hier auf dem bloßen Boden, das sind unsere Distelnester, die wir jetzt gerne wirklich hier als Applikationskarte rausschreiben wollen. Im Hintergrund läuft die Berechnung, das heißt, die Software
verdeutlicht, wo sind denn diese Unkrautnester, wo sind denn die Distelnester und wo ist blanker Boden. Das macht es dann praktisch für mich deutlich in einer Grünschattierung. Hellgrün ist der blanke Boden und dunkelgrün sind dann die Pflanzen. Gleichzeitig klippt auch das Programm nochmal meinen Schlag auf den Umriss, sodass ich, wenn ich jetzt am Feldrand zum Beispiel Gebüsch hätte oder Bäume zum Beispiel, dass die nicht aus Versehen als Unkrautnester erkannt werden und dann mir hinterher dann bei meiner Ausgabemenge irgendwie zu viel angezeigt werden. So, dann gehe ich in die Berechnung rein. Das heißt, ich möchte jetzt wirklich auch Umrisse digitalisiert bekommen vom Programm, wo Unkrautnester sind. Und Sie sehen schon, wir haben hier dort, wo diese dunkelgrünen Bereiche waren, haben wir jetzt verdeutlicht in Rot die von der Software erkannten Unkrautnester. Und Sie sehen schon, wenn ich jetzt ein bisschen reinzoome, dass das auch kleine Splitter sind. Also kleine Bereiche, wo Unkraut steht, wird auch erkannt. Ist natürlich jetzt für mich, wenn ich rausgehe und entsprechend behandeln möchte, schwierig, weil das solche kleinen Nester zu behandeln, ist natürlich jetzt nicht praktikabel. Insofern haben wir jetzt hier eingebaut, dass wir diese Nester zusammenfassen können, dass wir praktisch aus kleinen Splitternestern große Nester ausgeben, die man besser behandeln kann, und das funktioniert über dieses Nester zusammenfassen. Und ich kann Ihnen jetzt auch gleich noch mal zeigen, wenn wir hier einmal aufklappen und den Overlay wegnehmen, dass das auch wirklich diese dunklen Unkraut befallenen Stellen sind. Genau so. Dann sehen Sie auch schon, wir haben große Bereiche und wir haben aber auch noch mal so kleine einzelne Spots. Und je nachdem, was Sie natürlich jetzt für eine Technik haben, wie die Ausstattung ist, ist es so, dass Sie auch, ich sag mal, minimale Flächen angeben können. Das heißt, was praktisch gerade noch möglich ist zu behandeln. Und da sehen Sie jetzt hier, wir haben die Möglichkeit, hier zu definieren, was ist denn die minimale Größe eines einzelnen Unkrautflecks, der sich noch lohnt zu behandeln in dem Fall oder wo ich praktisch behandeln kann. Und wenn ich jetzt hier einmal auf Erkennen klicke, dann werden Sie sehen, dass die Software nur die Flächen erkennt, die größer als 10 Quadratmeter sind und die dann umrandet sind von dieser blauen Linie. Diese anderen hier, die sind zu klein. So, und das ist eigentlich auch schon, ich sag mal, die ganze Kunst dieses Erkennens. Wir sehen hier, wir haben etwa 27 Hektar, also dieser Schlag ist etwa 27 Hektar groß, eine Unkrautfläche von 2,2 Hektar grob und 8% ist jetzt praktisch hier die Berechnung, dass der Bedeckungsgrad ist. Ich habe hier die Möglichkeit zu definieren, was denn meine Ausbringmenge sein wird, beziehungsweise wie viel Liter pro Hektar ich ausbringen möchte an Spritzbrühe, und da gebe ich jetzt mal an 200 Liter pro Hektar. Und dann sind das insgesamt 442 Liter, die ich mitnehmen muss. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Relativ schnell komme ich zu einer Menge. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Ich nehme genau das Richtige mit für diesen Schlag. So, und dann bin ich eigentlich fast fertig. Ich muss das Ganze nur noch exportieren und habe dabei die Möglichkeit, also einmal den Umriss natürlich auszugeben und die Distelnester und dann auch zu definieren, zu welchem Gerät möchte ich das denn. Topcon, Trimble, wir haben auch andere Möglichkeiten, die dann eben über ein anderes Format funktionieren. So, über den Export-Button bin ich dann auch schon fertig. Genau. Alles klar, das geht ja wirklich flott. Jetzt haben wir gesehen, dass wir es können und wie schnell das geht. Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, Katrin, warum ist das jetzt eigentlich interessant für uns und was sind die Vorteile daraus? Genau. Also wir hatten ja gerade auch schon gesagt, wir sind planbar unterwegs. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Wir wissen genau, was wir mitnehmen. Aber es ist natürlich auch noch eine betriebswirtschaftliche Frage. Und da habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht von unserem Testanwender von letztem Jahr. Wir haben das natürlich durchgetestet, wie es funktioniert, wenn man es manuell ausbringt und wie es funktioniert oder wie gut es funktioniert, wenn man es mit einer Applikationskarte ausbringt. Und da haben wir jetzt das Beispiel von einem 50 Hektar großen Schlag, auf dem circa 10 Hektar Unkrautnester stehen oder verortet sind. Sie sehen es jetzt hier unten in der Grafik. Dieser helle Balken soll die Schlaggröße 50 Hektar andeuten und die Unkrautnester auf der rechten Seite mit 10 Hektar in grün.
In der Vergangenheit, also vor dem Ausbringen mit Applikationskarte, hat unser Testanwender etwa 23 Hektar von diesen 50 Hektar behandelt. Hängt natürlich damit zusammen, dass er keine Teilbreitenschaltung hingebracht hat, dass er praktisch immer irgendwie geguckt hat, habe ich jetzt, bin ich jetzt drüber, mache ich jetzt auf, mache ich jetzt zu, ein bisschen später vielleicht. Und so sind etwa 23 Hektar dazu zusammengekommen. Dann haben wir ihm letztes Jahr eine Applikationskarte für seine Nester gegeben und er hat dann in Anführungszeichen nur noch 13,5 Hektar ausgebracht. Das heißt, es kam zu einer Einsparung von 10 Hektar, die er nicht behandeln musste. Und dadurch, dass er eine Doppelbehandlung gemacht hat, sind es dann in der Summe 20 Hektar. Und wenn man das jetzt praktisch berechnet mit den Kosten, die er hat für die Spritzbrühe oder für das Spritzmittel, dann sind wir hier bei 1500 Euro, die er einsparen konnte, was jetzt diese Behandlung angeht. Und das würde ich sagen, ist natürlich schon betriebswirtschaftlich interessant, wenn es nur darum geht, wende ich jetzt eine Applikationskarte an oder nicht. Zusätzlich ist es natürlich so, dass es auch einen anderen Nutzen haben kann. Und da habe ich jetzt Zitate mitgebracht von unserem Testanwender. Zum Beispiel, man fährt da völlig stressfrei drüber, kein Schauen, sich verrenken, was übersehen. Man ja, ist praktisch ohne Druck, bringt man genau das aus, was man ausbringen möchte oder muss. Dann ist es so, dass diese Unkräuter ja standorttreu sind im Normalfall. Das heißt, wenn ich da einmal drüber fliege und das erfasse, dann kann ich diese Karte öfter nutzen. Das heißt, für, wie gesagt, jetzt gerade diese Doppelbehandlung oder auch im nächsten Jahr, ist es so, dass ich es wirklich mehrfach nutzen kann. Und das heißt natürlich, das ist eine effiziente Behandlung von standorttreuen Unkräutern. Dann habe ich vorhin ja auch schon gesagt, planbare Mengen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen unter dem Stichwort betriebswirtschaftlich und ackerbaulich effizient. Mhm. Genau. Alles klar. Danke dir, Katrin. Damit haben wir jetzt mal eine gute Übersicht bekommen, was wir mit dieser sogenannten Offline-Methode machen können, was durch etwas Vorplanung und Datenaufbereitung eigentlich möglich ist und wie viel Einsparpotenzial da vorhanden ist und wie eben so standorttreue Unkräuter wie eine Distel über die Fruchtfolge hinweg effizient bekämpfen können. Jetzt wollen wir rüberschauen, welchen Online-Ansatz gibt es. Wir haben eingangs von Online und Offline gesprochen. Jetzt wollen wir uns mal noch einen Online-Ansatz anschauen, der direkt an der Spritze montiert wird und da arbeitet. Da möchten wir Ihnen heute das EcoPatch-System von DAT vorstellen. Das ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes System zur Unkrauterkennung in Getreide. Wie funktioniert das Ganze? Wie ist das aufgebaut? Wir sehen es hier am Bild, am Gestänge sind so kleine weiße Kästen vorne, wer es gut erkennen kann. Das sind Kameras und wir haben je nach Arbeitsbreite der Spritze 6 bis 8 Kameras am Gestänge montiert. Der Montageort der Kamera oder wo die hingeschraubt wird, hängt letztendlich von der Anzahl der Teilbreiten der Spritze ab und wie die aufgeteilt sind. Wir haben KI-Technologie zur Erkennung von Unkraut und Getreide, also diese künstliche Intelligenz unterscheidet dann zwischen Unkraut und Getreide. Unten rechts erkennt man es ein Bild, da sind die Pflanzen mal klassifiziert. Das Getreide wird grün dargestellt, das Unkraut wird so in einem rötlichen, rostbraunen Ton dargestellt. Wir erkennen momentan mit diesem System dikotyle Unkräuter in Getreide, also in allen Getreidearten, sei es Winter- oder Sommergetreidearten. Das System ermittelt dann einen relativen Unkrautbedeckungsgrad. Hört sich wieder kompliziert an, letztendlich wird nichts anderes gemacht, als dass die Bilder, die jede einzelne Kamera macht, die werden ausgewertet und dieses Bild, wie es unten rechts zu sehen ist, wird im Einzelnen betrachtet und dann wird die Fläche, die von Getreide bedeckt wird, die Fläche, die Fremdkörper oder Boden sind, also weder Unkraut noch Getreide und die Fläche von dem Unkraut, welches das einnimmt, ins Verhältnis gesetzt und dadurch wird ein relativer Unkrautbedeckungsgrad ermittelt, das heißt, wie viel Fläche auf dem Bild wird von Unkraut eingenommen. Dann lege ich vor der Arbeit einen Schwellenwert fest und wird dieser Schwellenwert an Unkrautbedeckungsgrad, zum Beispiel 4%, überschritten, werden die jeweiligen Teilbreiten vom System automatisch eingeschaltet und wenn er dann eine Zeit lang wieder unterschritten ist, werden diese wieder abgeschaltet. Jetzt fragt sich der ein oder andere sicherlich, was absolut richtig ist, dieser Gedanke, fragt er sich ja jetzt, wenn wir nicht flächig spritzen und einen Schwellenwert festlegen und wir diesen unterschreiten, wird ja nichts appliziert. Das heißt, wir machen ja keine Flächenspritzung, wir haben Flächen im Feld, die nicht gespritzt werden und da kann es auch sein, dass man Unkraut stehen bleibt.
Das führt dazu, dass wir natürlich keine 100% sauberen Flächen haben, wie es bisher eigentlich in der Vergangenheit immer war und auch gewünscht war. Aber im Sinne der guten fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenbaus, den wir ja eingangs angesprochen haben, führt die Anwendung des Systems einfach dazu, dass wir unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle der Unkräuter bleiben, beziehungsweise ist das das Ziel und es hat sich in der Praxis gezeigt, dass wir dieses Ziel absolut erreichen. Und solange wir unter der wirtschaftlichen Schadschwelle bleiben, erreichen wir eigentlich eine maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit unserer Maßnahme, da wir viel weniger Mittel einsetzen als bei einer Flächenspritzung und nur noch so wenige Unkräuter am Feld stehen haben, dass die unsere Kulturpflanze keinen Schaden oder zumindest so wenig Schaden zufügen, dass diese nicht den Einsatz der Maßnahme oder die Kosten der Maßnahme überschreitet. Kurz zum Funktionsprinzip, ein bisschen Technik zwischendrin. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben die Sensoren, was letztendlich eigentlich nur Kameras mit einer sehr, sehr hohen Auflösung sind. Jede Kamera hat auch noch zwei Blitzlichter und einen induzierten Luftstrom. Die Blitzlichter dienen dazu, dass wir eigentlich tageslichtunabhängig mit dem System arbeiten können, bei Tag, bei Nacht, bei Bewölkung, bei Sonnenschein. Und der Luftstrom an der Linse vorbei führt einfach dazu, dass wir keine Verschmutzung der Linse haben. Jeder, der schon mal draußen unterwegs war mit der Spritze, weiß, wir haben einen sehr feinen Sprühnebel, dann staubt es nochmal dazu und das ist eine gefährliche Mischung, wenn es darum geht, dass eine Kamera was sehen soll. Deswegen ist hier schon mitgedacht worden und der Luftstrom hält quasi immer die Linse sauber. Diese Kameras nehmen Bilder auf, das dauert ganze 16 Millisekunden und liefern dann die Rohdaten, also das ist wirklich ein ganz normales Bild, wie wenn sie es mit einer hochauflösenden Kamera machen. Liefert diese Rohdaten und Bilder an die sogenannte Deep Read Unit, das ist jetzt einfach der Name der Intelligenz, die da auf der Maschine sitzt. Und da findet dann letztendlich die Bildauswertung und Prozessierung statt. Und die künstliche Intelligenz klassifiziert dann zwischen eben Getreide, also Nutzpflanze, Unkraut und alles, was nicht den beiden entspricht. Und legt dann eben fest, welchen relativen Unkrautbedeckungsgrad wir jetzt gerade in dem Moment haben. Dann erfolgt eine Spritzentscheidung. Das heißt, wird die Teilbreite eingeschalten oder nicht. Das funktioniert mittels Isobus. Parallel dazu werden diese Bilder auch auf dem Tablet in der Maschine angezeigt. Also wir haben auf dem Schlepper ein Tablet, was die einzelnen Bilder der Sensoren ständig anzeigt und auch die letzten Werte anzeigt. Da kommen wir gleich noch dazu. Und die Bilder werden natürlich auch in der Cloud gespeichert. Es ist nicht Voraussetzung, dass wir während der Arbeit Mobilfunkempfang haben zum Beispiel, sondern die Daten werden gespeichert, die Bilder, und dienen letztendlich dann dazu, einfach diese Bilderkennung und die künstliche Intelligenz weiter zu verbessern und besser zu werden und weiter zu lernen. Nachdem die Spritzentscheidung dann über Isobus an die Spritze per Spritzbefehl mitgeteilt wurde, das heißt Teilbreite an, Teilbreite aus, wie lang bleibt sie an, wann geht sie wieder aus, findet dann letztendlich die Applikation statt oder nicht. Bedient wird das Ganze über Isobus, das heißt wir haben einfach auf unserem Isobus-Terminal neben der Spritze noch ein weiteres Universal-Terminal, eine weitere Anzeige, wo dann das System aktiviert wird. Ja, soweit in die Technik. Hier mal ein Beispiel, wie es jetzt auf dem Tablet aussieht, das wir in der Kabine mitführen können, nicht müssen, ist aber immer ganz interessant. Wir sehen jetzt mal von vier Sensoren hier die Bilder und Sie erkennen das hoffentlich schon auf dem einen oder anderen Bild. Bei Sensor 1 auf dem linken Bild sehen wir grün das Getreide und da unten drunter in so einem rötlich-bräunlichen Ton ein Unkraut. Und sehen jetzt hier, dass einen Unkrautbedeckungsgrad RWC, auf Englisch Relative Weed Cover, auf Deutsch eben relativer Unkrautbedeckungsgrad, 3% beträgt. Je nachdem, welchen Schwendel wir jetzt eingestellt haben, würde jetzt die Teilbreite, die Sensor 1 zugeordnet ist, eingeschaltet werden oder eben nicht. So sieht das Ganze in der Praxis aus. Jetzt haben wir noch eine kurze Videosequenz vorbereitet, wie das dann am Feld aussieht, wenn die Spritze dann tatsächlich ein- und ausgeschalten wird. Man sieht es jetzt hier. Die Sensoren werden am Gestänge montiert und dann fährt man eben draußen, schaltet das System einmal ein und dann macht das System seine Arbeit und wir sehen jetzt hier, wie die Teilbreiten eigentlich ständig wie von Geisterhand ein- und ausgeschaltet werden. Nur, dass Sie mal einen Eindruck bekommen, wie das Ganze dann draußen aussieht. Ja, zusammenfassend, was sind die Vorteile dieses Systems? Das ist jetzt mal kurz vorgestellt, haben wir können es natürlich nicht in aller Tiefe jetzt hier erschlagen, aber wer da noch Fragen im Anschluss hat, darf sich natürlich gerne jederzeit bei uns melden. Was sind die Vorteile des Systems? Es ist nachrüstbar auf allen Isobus-fähigen Spritzen mit Section Control. Das heißt, wir brauchen keine neue Spritze, sondern wir können die bestehende Spritze, wenn sie denn isobusfähig ist und automatische Teilbreitenschaltung beherrscht, dafür nutzen. Wir reduzieren den Herbizideinsatz um durchschnittlich 50%. Das ist natürlich
abhängig vom Betrieb, abhängig von den Flächen, das können mal mehr, mal deutlich mehr, mal ein bisschen weniger sein. Aber im Schnitt kommt man so nach vielen Jahren des Testens eigentlich drauf, dass der Herbizideinsatz um bis zu 50% gesenkt wird, was sich natürlich dann in unserer Wirtschaftlichkeit der Anwendung widerspiegelt. Eingangs haben wir es erwähnt, jede Pflanzenschutzmaßnahme, sei es chemisch oder mechanisch, ist für unsere Kulturpflanze einfach ein bisschen Stress. Weshalb sich herausgestellt hat, es wurde auch mehrfach untersucht schon, dass die nicht behandelten Flächen einen Mehrertrag im Vergleich zu den behandelten Flächen von bis zu 7% aufweisen, weil sie einfach kein Herbizid abbekommen, weil sie diesen Stress nicht haben und sozusagen ihre Energie weiter ins Wachstum stecken können. Wir erfassen parallel zur Arbeit eigentlich wie von selbst, ohne weiteres Zutun, qualitativ hochwertige Daten von unseren Feldern mit einem zusätzlichen Potenzial. Eingangs habe ich erwähnt, für uns ist das Thema Datenerfassung auf den Betrieben immer wichtiger geworden. Das heißt, Sie bekommen hier, wenn Sie das wollen, eine Unkrautverteilungskarte. Das heißt, wo sind die Unkräuter im Feld, wo wurde wie viel Mittel ausgebracht und haben da einfach weitere Datengrundlage für die Planung weiterer Maßnahmen. Und es ist sehr einfach in der Anwendung. Es wird auf der Spritze montiert und installiert, wird einmal in Betrieb genommen und in der Anwendung draußen schaut es dann so aus, dass Sie einfach in dem Isobus UT einfach das System einschalten, einmal auf Go drücken und dann macht es die Arbeit eigentlich von selbst und Sie können sich voll aufs Überwachen des Prozesses konzentrieren. Ja, das war es soweit zu unseren beiden Themen. In der Zwischenzeit haben uns schon einige Fragen erreicht, wie ich hier schon sehe. Die haben die Kollegen hier im Studio aufgeschrieben. Wir versuchen jetzt natürlich mal auf ein paar einzugehen. Wir haben jetzt hier die erste Frage zum Thema Drohne, Unkrauterkennung, ob die Software auch Ampfernester im Grünland zum Beispiel erkennt. Also man muss dazu sagen, dadurch, dass wir, dass unsere Eingangsdaten von, ich sag mal, handelsüblichen Drohnen kommen, ist es so, dass wir keine Spezialisierung haben, unterschiedliche, ich sag mal, Grüntöne zu erkennen oder unterschiedliche Pflanzenarten. Das heißt, dass wir wenn praktisch beides gleich gewachsen ist und da ist, dass wir da keine Möglichkeit haben, mit diesem System, also mit einer handelsüblichen Drohne, das mit unserer Software zu erkennen. Aber was praktisch bei uns oder worauf wir setzen ist, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, wenn es jetzt praktisch um den Acker geht, dass wir da zu einem Zeitpunkt drüber fliegen, wo das eine, also wo praktisch das Unkraut so hochgekommen ist, dass ich wirklich eine Möglichkeit habe, das zu unterscheiden und dann langfristig nutzen zu können. Mhm. Genau. Das heißt, derzeit leider nicht möglich, weil wir uns da erstmal auf den Ackerbau konzentriert haben und eine möglichst einfache, praxisorientierte Lösung geschaffen haben. Genau. Heißt aber nicht, dass es in der Weiterentwicklung natürlich mal möglich sein kann. Genau. Aber derzeit können wir es leider nicht. Also vielleicht noch ganz kurz dazu. Es ist natürlich so, dass man mit spezialisierteren Drohnen und spezialisierten Kameras schon Möglichkeiten hat, da verschiedene Sachen zu differenzieren. Aber das ist natürlich dann eher in einem High-End-Bereich, was jetzt auch die Kosten angeht. Und dann wird es schon komplizierter. Genau. Alles klar. Welche Anforderungen muss meine Spritze erfüllen, um die Daten von der Drohnenlösung verarbeiten zu können? Da würde ich vielleicht kurz darauf antworten. Grundsätzlich ist es so, dass wir aus der Software, wie wir es vorhin gesehen haben, eine Applikationskarte ausgeben können in verschiedenen Formaten, sei es Shape, sei es ISO XML oder herstellerspezifische Formate. Letztendlich muss die Spritze eigentlich nur über eine automatische Teilbreitenschaltung, also Section Control, verfügen und muss Applikationskarten abarbeiten können. Wenn ich eine ISO-busfähige Spritze habe, ist das eigentlich fast immer erfüllt. Eine weitere Frage zum Drohnensystem. Kann man für das Drohnensystem, also für unsere Software, auch Satellitenaufnahmen statt Drohnenaufnahmen hernehmen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich, wenn das Format passt, alles reinladen können. Die Frage ist, was wird denn erkannt? Bei Drohnendaten ist es so, dass wir da eigentlich den Fokus darauf legen, dass wir eine hohe Auflösung haben. Das heißt, dass die einzelnen Pflanzen oder zumindest einzelne kleine Pflanzennester gut erkannt werden können, deutlich sich abheben von dem Rest des Ackers. Und da setzen wir eben dann auf Drohnenlösungen, weil einfach die Auflösung gut ist. Bei Satellitendaten ist es so, dass man die einladen könnte und dabei wahrscheinlich irgendwas rauskommt, aber dass die Auflösung meistens zu grob ist, um da irgendwas gut erkennen oder detektieren zu können. Mhm. Noch eine weitere Frage zur
Drohne, welche Genauigkeit benötigen wir für die Daten? Ist eine RTK-fähige Drohne von Vorteil? Ist es notwendig? Müssen die Daten georeferenziert sein, wenn es zum Thema Genauigkeit geht? Genau, also grundsätzlich müssen die Daten irgendwie eine Positionierung aufweisen. Das heißt, sie müssen in einem Koordinatensystem sein und eine Positionierung haben. Wie genau das Ganze ist, ist so ein bisschen variabel. Je genauer ich natürlich Eingangsdaten habe, desto genauer werden meine Unkrautnester auch lokalisiert und desto, ich sag mal, weniger Puffer muss ich dann auch einplanen, wenn es jetzt darum geht, wie groß mache ich denn meine Nester, also wie viel spritze ich denn, wann fange ich an, wo höre ich auf. Insofern, je besser die Eingangsdaten, je genauer, desto genauer dann auch das Ergebnis oder der Output sozusagen. Und dann kann ich natürlich vielleicht noch mal ein bisschen justieren, ein bisschen weniger Mittel dann auch im Endeffekt verwenden. Mhm. Aber es gehen auch, ich sag mal, die normalen GPS-Koordinaten oder normale GPS-Genauigkeit dafür. Also zusammengefasst, je genauer die Daten, umso besser wird es eigentlich. Aber um es mal aus Praktikersicht zu sagen, wenn natürlich eine Drohne vorhanden ist, jetzt nicht RTK-fähig ist und man hat die Drohne, kann man das verwenden. Ziel sollte einfach sein, dass wir im Vergleich zur manuellen Überfahrt, also Teilbreiten von Handschalten, wesentlich weniger Fläche behandeln. Das heißt, wir können auch mit nicht RTK-Daten aus der Drohne wahrscheinlich immer noch genauer arbeiten als von Hand und uns somit eine Arbeitserleichterung schaffen. Welches Programm wird am besten dafür verwendet, um die Fotos zu einem großen georeferenzierten Foto zu machen? Also es gibt verschiedene Fotogrammetrieprogramme. Also das, was ich brauche, ist ein Fotogrammetrieprogramm. Das heißt, ein Programm, das darauf spezialisiert ist, einzelne Fotos, die eine gewisse Überlappung haben, also wo auf dem einen Bild, was weiß ich, zum Beispiel 50% des anderen Bildes auch mit abgebildet ist, die zu einem Ganzen zu machen. Und da gibt es verschiedene Programme auf dem Markt. Wir vertreiben selber zwei davon. Wenn es da praktisch noch konkretere Fragen gibt oder Beratungsbedarf, dann gerne bei uns melden, dann können wir da die nötigen Infos liefern. Mhm. Genau. Dann noch eine letzte Frage zum Drohnensystem. Was genau brauchen wir jetzt eigentlich für die Unkrauterkennung per Drohne? Also welche Hardware und welche Software von welchem Anbieter brauchen wir jetzt dazu? Also ich sag mal so, wir sind da relativ offen. Das heißt, wenn Sie selber eine Drohne haben oder selber schon Luftbilder produzieren, dann brauchen Sie von uns eigentlich nur die Unkrauterkennungssoftware. Das ist praktisch, ich sag mal, eine Basis-GIS-Software von uns mit einem Modul draufgesetzt, das wir dann ab Frühjahr auch gut anbieten können oder werden. Und wenn Sie praktisch das nicht haben, also wenn Sie keine Drohne haben, dann ist es so, dass Sie da halt noch eine entsprechende Drohnenlösung brauchen mit einer RGB-Kamera, wie ich vorhin schon erwähnt habe, und eine Fotogrammetrielösung. Also diese drei Bestandteile brauchen Sie, damit Sie dann loslegen können. Mhm. Dann haben uns noch zwei Fragen zum System auf der Spritze erreicht. Brauche ich für das EcoPatch-System auf der Spritze eine neue Spritze? Allgemein zur Technik, ich habe es gerade am Abschluss, zum Schluss auf der letzten Folie erwähnt. Grundsätzlich brauchen wir keine neue Spritze. Man muss nicht in eine neue Spritze investieren, was ja heutzutage teilweise oder sehr oft natürlich mit einem sechsstelligen Betrag einhergeht. Brauchen wir nicht. Einzige technische Voraussetzung, die wir brauchen, um das System nachzurüsten, ist eine ISOBUS-fähige Spritze mit automatischer Teilbreitenschaltung. Und dann können wir uns eben auf den ISOBUS der Spritze mit dem System draufsetzen und können die Teilbreitenschaltung aktiv übernehmen, was den großen Vorteil bietet, wenn man doch mal flächig spritzen möchte, dann hat er auch noch andere Anwendungen neben der Herbizidmaßnahme. Wenn das System aus ist, ist es aus, dann fahre ich meine Spritze wie vorher, wie gewohnt und schalte das System eben nicht ein, zum Beispiel für eine Fungizidmaßnahme. Und dann noch eine Frage zur technischen Umsetzung der DAT-Sensoren. Auf wie vielen Metern benötige ich einen Sensor? Da ist es grundsätzlich so, dass wir von 6 bis 8 Sensoren eigentlich verbauen. Das hängt von der Arbeitsbreite ab. Wir sagen, bis 30 Meter verbauen wir 6 Sensoren. Alles über 30 Meter, also 36 oder auch mal 40 Meter, werden es 8 Sensoren. Recht viel mehr wie 36 begegnet einem in der Praxis eigentlich auch wenig. Haben wir bis jetzt auch nicht umgesetzt und denke ich, wird so schnell auch nicht passieren. Das heißt, bis 30 Meter, 21 bis 30 Meter, 6 Sensoren. Unter 21 kann es vielleicht auch mit 4 schon funktionieren. Ja, dann hat uns noch eine Frage erreicht, was muss man preislich ungefähr für dieses Spritzensystem rechnen? Da können wir mal eine grobe Hausnummer nennen. Das ist natürlich immer von der Maschine und wie viele Sensoren man braucht abhängig, aber da bewegen wir uns zwischen 40.000 und 50.000 Euro Investitionsaufwand, um das System nutzen zu können.
Das war es soweit mit den Fragen. Wer jetzt hier noch im Anschluss weitere Fragen oder detaillierte Fragen an uns hat, die jetzt vielleicht nicht gestellt hat, nicht stellen wollte, sich nicht stellen hat, trauen, darf uns gerne jederzeit direkt kontaktieren. Wir stehen da persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung oder auch Ihr bekannter Ansprechpartner von GeoConcept kann Ihnen da weiterhelfen. Ich möchte mich dann zum Schluss noch bei dir, Katrin, bedanken. Schön, dass du mit dabei warst heute. Gerne. Und zu guter Letzt möchte ich dann noch auf unsere folgende Veranstaltung hinweisen. Am 17. Februar unser Webinar zum Thema Robotik und autonome Fahrzeuge im Saatzucht- und Versuchswesen. Und würde mich auch freuen, wenn Sie hierzu wieder einschalten. Sie sehen jetzt auch nochmal unsere Kontaktdaten eingeblendet. Das heißt, sollten Sie mehr über GeoConcept erfahren wollen, Fragen zu heute haben oder sich anmelden für nächste Woche, finden Sie das alles bei uns auf der Website und dürfen uns natürlich auch gerne jederzeit persönlich kontaktieren. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.